Konnichiwa, Anime und Game Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Mad Max. Wir sind ja jetzt hier gerade bei diesem komischen Ort, um die ganzen restlichen Sachen zu sammeln. Was das Schlimme ist, im letzten Part war wirklich so viel Action, ich habe Angst gehabt, dass wir es verkacken und öfters machen müssen. Also, das war wirklich hohes Niveau, das muss man wirklich mal sagen, das war wirklich hohes Niveau. Und dass ich das hinbekommen habe, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Also, dass wir nicht einmal gestorben sind im letzten Part, wirklich, das war unglaublich. Hätte ich auch nicht erwartet so direkt. Spare-Crew-Teile, Insignien und Schrott, wo soll ich denn das jetzt bitte alles hier finden? Das ist ja nur dieser kleine komische Ort hier. Merkwürdig. Also hier oben ist noch eine Leiter, hier könnte man noch was theoretisch finden. Oh, da ist auch noch ein kleiner Durchgang, okay. Ja, okay, wir haben jetzt hier was. Bumm, brauchen wir eh nicht mehr. Insignien haben wir alle. Hier sind diese Bauteile, die wir gut gebrauchen könnten. Bam, bam und kein Geräusch, auch schön. Spellcrew. Für Pink Eye haben wir das hier gesammelt schon. Das ist nicht schlecht. Ich wollte eigentlich zu Pink Eye schon fahren, aber irgendwie war das hier so verlockend. Und ich bereue es, dass ich es verlockend fand. Das war einfach so extrem. Ich hätte weinen können im letzten Part, wie viele Gegner da kamen. Ey, das waren ja ganze Wellen, die da gekommen sind. Aber okay. Kann man auch nicht ändern. Was fehlt uns denn jetzt noch? Schrott, zwei Stück. Wo soll ich jetzt zweimal Schrott noch finden? In diesem kleinen Ort hier. Da unten könnte ich wahrscheinlich noch was finden. Ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal. Weil hier oben ist nichts mehr. Und hier könnte noch was sein. Hier so in dieser kleinen Ecke. Erste Munition. Messer, Schrotflintenpatronen. Das ist sehr schön. Hier ist einmal. Jetzt fehlt uns nur einmal Schrott. Na toll. Die sind nicht zusammen, diese Schrottteile. Also ist das irgendwo wieder versteckt. Ich hasse es. Ich hasse es. Und ich möchte mal alles haben. Das ist das Problem. Weil wir brauchen das halt. Das ist halt unsere... Ah, da ist noch was. Super, okay. Zum Glück. Das ist ja halt unsere... Das ist ja die Währung sozusagen. Beziehungsweise damit rüsten wir uns besser aus. Wir müssen ja halt stärker und so werden. Und dafür brauchen wir halt Schrott. Warum auch immer. Aber wir brauchen es. Und jetzt haben wir es. Und jetzt möchte ich wieder zurück und weiß nicht wie. Hier. So. Cool. Das gefällt mir sehr. Freut mich. Das haben wir jetzt auch hinbekommen. Ah, nie wieder hierher. Dankeschön. Ja, ich bin froh, dich auch mal zu sehen. Ich bin wirklich froh, dich zu sehen. Das erste Mal in meinem Leben bin ich froh, dich zu sehen. Nein, Spaß. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das kann man kaputt machen, oder? Oder, nee, ist zum Klettern einfach. Okay. Kann ich irgendwas verbessern bei Max? Nö, kann ich nicht. Werkstatt kann ich aber irgendwas machen. Wir haben ja hier so ein neues Kühler-Dingsbums. Mal gucken. Das hier. Passt der Magnum Opus mit einem Kühlerfigur? Okay, Bonusangriff sozusagen. Okay. Ja, brauche ich jetzt nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Motor. Bisschen schneller machen wir auch nicht schlecht. So, wir sind ja schon ziemlich lahm. Motor, gibt es noch mehr? Beschleunigen, Fahrverhalten wird dann aber schlechter. Ich möchte endlich einen V8-Motor haben. Das ist ja wohl das Mindeste, ne? Höchstgeschwindigkeit. Ich muss mal das Auto echt aufbessern. Aufhängung. Ja, das müssen wir auch mal machen. Ist ja nicht so teuer jetzt gewesen. 200, das ist doch gar nichts. Das ist echt nichts. 300 ist auch nichts, aber ich habe nichts mehr, scheiße. Fahrverhalten ist jetzt aber auf jeden Fall sehr, sehr gut geworden. Boah, wie das da rauskommt, dieser schwarze Qualm. Bam, bam, bam. Oh, ist das cool. So, weiter geht's. Da unten an der Brücke, da ist auch noch irgendwas. Schauen wir uns mal an. Oh Gott, ich hoffe, wir sterben nicht. Hallöchen. Jemand zu Hause? Wir wollen ein bisschen... Ja, ist mir klar, dass du das nie alleine lassen willst, das Auto. Die kleine Scarlett. Ich nenne das Auto jetzt Scarlett. Ist zwar schwarz, aber egal. Es geht anscheinend hier rein oder wahrscheinlich sogar noch runter. Das ist nicht so cool, aber mal gucken. Okay, hier ist nur Schrott. Wir haben alles, super.
Da ist Benzin. Ich weiß nicht, wie unser Tank jetzt so ist. Ah, sorry, ich bin voll dagegen geknallt. Ich hab gerade genießt. Tut mir leid, ich bin voll mit meinem Kopfhörer dagegen geknallt. Weil ich wollte so leise niesen wie möglich, aber ja. Jetzt hat man es trotzdem mitbekommen. Ah, sorry. Passiert. Ich habe ja schon da drin, aber ich möchte einfach tanken. Ob's was bringt, keine Ahnung. Wow. Unser Tank ist nicht mal wirklich angerührt. Ja, nimm's mal mit, natürlich. Schön wäre es, wenn er es auch mitnehmen würde. Man merkt, wir haben einen anderen Motor drin, das sieht man voll. Boah, das ist schon krass, oder? Krass, man merkt es voll. Boom, wie die Flammen rausschießen. Das ist ja krass. Sehr schön. It's a shooter! Fuck you, shooter! Oh. Warte, ich bin gleich soweit. So, auf Wiedersehen. Die Bedrohung müssen wir auch ein bisschen minimieren hier. Gibt's hier irgendwas? Nicht wirklich. Okay, gehen wir mal weiter. Da ist noch... Boah, was ist denn das für eine Vogelscheuche? Alter. Da komme ich nicht mal ran. Eingeschränkt RAM, okay. Da komme ich nicht mal ran. Dann nehmen das hier. Irgendwie will er nicht das hier machen. Also dieser Harpune. Ich bin mir nicht sicher. Ich probier's nochmal. Der will die Harpune nicht machen. Ach du Kacke. Was war das jetzt bitte? Junge, was war das jetzt? So, jetzt aber. Und jetzt sammle ich mir diesen Schrott ein, weil das ist ja übel. Ein bisschen Entlohnung brauche ich ja auch dafür. Weg da, weg da, weg da. Ich komme nicht mal rein, das gibt's doch nicht. Verschwindet dieser Schrott nicht einfach. Geh mal weg hier. Ah, immer wenn es hier so... Max ist so ein Trottel. Geh doch mal rein da. Ich will diesen Schrott hier haben. 6 Schrott, das ist nicht wenig. Ich krieg sonst manchmal nur 1 oder 3. Das ist schon... Ach, jetzt ist es weg, natürlich. Dankeschön. Ich quäle mich die ganze Zeit darum, dieses komische Ventilatorteil da weg zu pusten, aber irgendwie hat sich... Rum mit dem Scheiß. So, Pinky Eye. Ich sag immer Pinky Eye, die heißt Pink Eye. Pinky würde irgendwie cooler klingen, weiß ich auch nicht. Ich bin mal gespannt, wie die aussieht, ich habe Angst. Die ist bestimmt voll gruselig. Eigentlich können wir doch auch hier hoch, oder nicht? Na okay, der Weg sagt, wir sollen da lang, dann fahren wir mal lieber da lang. Ich will immer woanders lang fahren. So wie ich es mir vorstelle, aber keine gute Idee, glaube ich. So, hier ist wieder so eine Informationstante oder Typ. Oh, Tante oder Typ, das habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich auf der Karte geguckt habe. Wo ist denn der? Die, das da. Quatschen wir mal. Das scheint ein Mann zu sein oder eine Frau? Nee, Mann. Frau. Frau. Ja. Help us, stranger. Our walls crumble. My sister Pink will succumb if you do not destroy them catapulters. Was für Katapulte? Okay, ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber wir können helfen. Was für Katapulte? Also haben die auch hier ein Problem? Ich sehe aber keine Katapulte. Okay. Also wir wissen schon mal, die haben ein Problem und wir müssen wahrscheinlich dann helfen und das beseitigen. Wir werden es ja gleich sehen. Mal sehen, ob Schambucket uns jetzt wieder aus dieser Krise raushilft, weil die uns wahrscheinlich töten wollen. No, limbs blown off. Okay, ich bin gespannt. No. Smoke rises. Roots have descended. Oh. Cannon, piston. We must make our presence felt. No. There's no reason to risk our skin here. Okay, die werden. We'll use the gear that's in there. Your fabled fingers are nimble enough. My fingers won't fail me, Saint. But these defilers, the very same ones that destroyed my sanctum. Saint, summon into mind the horrors they brought. They will do the very same here, and they will leave no sacred tools.
Okay. They'll burn what they can't carry. And they break what they cannot burn. Then let's go. Action! Yes. Juhu! Raucht sie da auf. Action, action. Fire and brimstone! They're reducing the pink eye sanctum to rubble! They swarm like flies! There's only one way inside. Through the wall. Oh, du kleine Pisse, du! Was für ein Hallöchen von dir! Runter von meinem Auto! Weg mit dir, du Schrotthaufen! So, weg mit dir! Ah, kommst von der Seite, ja? Natürlich sind wir stärker, was denkst du denn? Zerstöre die Katapulte. Wie soll ich die zerstören? Achso, Harpune. Ich blick gerade hier nicht so durch. Nicht das Auto, Junge. Oh, ihr nervt, Leute. So, jetzt aber. Kaputt. Ich hab keinen Donner mehr. Ich hab gar nichts mehr. Wie soll ich denn die Dinger jetzt kaputt machen, bitte? Kann ich da einfach auch gegenfahren? Scheiße. Reparier mal das Auto, bitte. Da liegt so ein Donnerding. Du geh mir nicht auf die Nüsse, mein Freund. So, das erste. Oh. Toll. Toll. Das hat mir mein Leben jetzt zerstört, super. Das freut mich gar nicht. Das war jetzt nicht so super. Ich dachte, das ist schon explodiert. Da kommt dieses Scheißding und greift mich nochmal an. Toll. Also explodiert noch im Nachhinein. Jumbuckets, bist du fertig? So, wir müssen jetzt die Katapulte noch zerstören. Da sind noch. Oh, wie viele sind denn da noch? Na, ihr Schnuckis. Kannst du mal Auto runtergehen, Alter? Frechheit. So, vielleicht habe ich Munition, ne? Ja, super. Und diesmal schön in Deckung gehen. Ups, nicht springen. So, das ist kaputt, das explodiert jetzt. Boom. Den Schrott sammeln wir natürlich ein. Ich hoffe, die greifen uns jetzt nicht wieder an. Sind hier noch Gegner in der Nähe? Ich habe Angst. Junge, nimm doch das Schrott hier bitte. Das Schrott, Schrott, Schrott. Na super, danke schön. Du sollst doch nur das Schrott nehmen, Mann, Junge. Nein, nein. Der kapiert's nicht, der kapiert's einfach nicht. Der soll Schrott nehmen, Schrott. Dankeschön, du Spasti. Er hat's mal geschafft. So, jetzt müssen wir noch einen kaputt machen. Und der ist da vorne. Ja, natürlich springt er einfach da rauf. Das ist ja logisch. Kannst du mal Auto wieder gehen, bitte.
Wege. Tschüss. Flieg! Mein Engel, flieg! Natürlich! Utala! So, das hier müssen wir auch noch kaputt machen. Yeah, werden wir. Warte. So, hier sind auch noch Donnerdinger. Super. Achtung, schön fernbleiben und Attacke! Volle Action für mich. Boom! Und auf Wiedersehen. Oh, scheiße. Let's hope Pink Eye can hold her own until we find a way in. Maybe there's a way up through the ruins. Ja, wir haben es erstmal geschafft. Wir haben, also jetzt sind wir eigentlich, haben wir schon was gemacht, was für uns einen super Vorteil hat. Wir haben ihr geholfen. Oh. I'll look after her, Saint. I will. Okay, wir kriegen schon Besuch. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön, dass hier so viele sind. Na gut, dann gehen wir mal runter. Ah, der macht immer Scheiß. Das will ich immer nicht machen. So, mal gucken. Hier werden bestimmt noch einige Gegner kommen. Munition, sehr schön. Flammenrohre. Deaktiviere die Flammenrohre, okay. Over, ja. Hier ist schon mal was. Einfach mal hier ausdrehen. Eine Flamme weniger, also gibt es noch eine. Und hier werden bestimmt Gegner noch sein, hundertprozentig. Komm dann um die Ecke und ich erschrecke mich. Boah, ich spüre die Hitze hier schon, das ist so krass. So, hier ist noch eins. Ich glaube nicht, dass sie da durchgekommen sind, die Gegner. Okay. So, dann gehen wir mal. Oder die sind da und haben diese... Und der eine Typ hat diese Anlage angemacht, damit wir gar nicht mehr durchkommen. Sieht auf jeden Fall übel aus. Und ich... Ja. Toll. Gegner auf jeden Fall. Das war nicht nett von dir. So, tschüss. Tschüss. Ja. Bis da nach oben zu kommen, das kann ja was werden. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall... Scheiße, die haben hier schon einige gekillt. Das ist gar nicht so geil. Die sind sehr, sehr aggressiv. Die gehen hier wirklich ran und wollen hier rein und alles kaputt machen. Hätte ich ja auch noch nicht, dass wir in der Festung kämpfen müssen. Also vor der Festung. Wir sind da noch nicht ganz drin, ne? Auweia. Auf jeden Fall sehr viel Leichen, ja. Ein Massaker, richtig. Ich hoffe, wir kommen zu ihr und sie greift uns nicht gleich an und sieht uns auch als Gegner an oder so. Scheiße, ey, die sind ja alle halb tot hier. Okay, nicht halb tot, die sind tot. Aber das ist nicht schön. Gar nicht schön. Oh Mann. Die kann man Sachen auch sammeln. Oh Mann, ey. Das tut mir voll leid gerade. Da hinten ist so eine kleine Ecke. Man weiß ja nie, wo es hinführt. Okay, nirgendwo hin. Ich wollte nur mal gucken, vielleicht... Man weiß ja nie, wo Schrott und so sein könnte. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Doch. Puh. Da ist eine Leiter. Was ist hier? Wir müssen sowieso hoch, anscheinend. Er kommt hier nicht hoch. Das erinnert mich gerade an Outlast. Follow the Blood. Nee, lieber es nicht. Wir müssen jetzt hoch hier. Einen anderen Weg gibt es anscheinend nicht. Klettern wir mal. Metalldetektor. Oh, krass. Wir haben schon 10.000 Schrott gesammelt. Das ist nicht normal. So ein Donnerstecher wäre jetzt auch nicht schlecht. Ich denke mal, wenn wir das kaputt machen, passiert nichts. Ich meine das andere hier, das da.
Wie die da überhaupt rüberkommen? Bitte, was? Unten war da auch einer. Nimm mal deinen Freund bitte mit. Und dich schlage ich so zum Brei, mein Freundchen. Auf Wiedersehen. Oh, hier ist Schrott. Zack. Ja. Also läuft er eigentlich, ne? Nehmen wir mal mit. Können wir gut gebrauchen immer. Ich denke aber, ich mache jetzt hier wieder einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part und ja, wir greifen dann weiter an. Also schaltet dann wieder ein und bis dann.